Was geht ab, Manu Z-Fighter aus Ria? Und da sind sie, Goku Angel und Vegeta Angel. Alter, gut, da haben wir letztendlich dennoch Gott sei Dank gezogen. Wir gehen deshalb daher heute her. Tun sie erwecken für das erste Awakening, brauchen wir 35 Medaillen. Bringen sie danach auf den LS-Status, schauen uns das Teambuild-Guide-Aspekt an der Fusion-Kategorie-Saga. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall geil, Alter. Und dann testen wir natürlich das Team, deswegen gibt es einen Showcase zum Team selbst. Und bitte gönnt euch dieses Artwork. Das ist so ein geiles Art. Die Theo-Version, die sind richtig geil. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte sagen, ich finde die besser als die alle Artworks. Hat mich verrückt, aber schaut mal, wie geil das hier auf jeden Fall an der Stelle aussieht. Übertrieben geil. Dann machen wir aber natürlich weiter mit der LR, mit den LR-Versionen. Wir erwecken sie nun von der Theo-Version auf die LR-Version. Die LR Gogeta. Oh mein Gott, Gott sei Dank hatten wir dann letztendlich doch noch das Glück, um diese Boys zu erwecken. Wir brauchen 35 aus den neuen und 35 aus den... Nee. Ja, doch, 35 aus den alten, wie gesagt. Und... Da war ich selbst kurz verwirrt, ne? Aber es sind 35, 35. Ich habe gerade so nachgedacht. Oh mein Gott, und da sind sie auf dem LR-Status. Auf jeden Fall richtig geile Unit. Über LR-Güter müssen wir selbst natürlich nicht sprechen. Individuell natürlich sehr, sehr stark. Wir schauen uns dementsprechend mal direkt das Team-Build-Guide-Aspekt an. Die Jungs bin ich auf jeden Fall noch auf SC 20, Max-Level. Dann schauen wir sie im Showcase aber selbst an. Was gibt es zu der Karte selbst sagen? Wir wissen auf jeden Fall, dass also, bitte, Gogeta ist insane. Falls ihr euch fragt, wie ihr im Dupe-System skillen sollt, dann auf Level 15 Crit-Level 11 Additional Attack. Warum auf Crit? Weil er ist ja nicht immer transformiert, nämlich erst nach 6 Runden. Und untransformiert auf Crit zu gehen, ist nicht verkehrt bei dem Dude. Deswegen würde ich bei denen auf Level 15 Crit gehen, Level 11 Additional Attack. Was gibt es aber Wichtiges zu sagen in Sachen Teammit-Aspekt? Und zwar haben wir folgendes: Er gibt der Fusion-Kategorie Ki plus 3 auf HP und Attack 170% und auf die Verteidigung 130% oder physisch Charakteren Ki plus 3 und auf HP 90%. Heißt, ich werde auf jeden Fall erstmal ein paar verschiedene Teams euch vorstellen, was ihr da auf jeden Fall bauen könnt. Aber wenn ihr ihn so erstmal ganz trocken hier als Leader habt, ihr kennt euren Leader-Skill, dann schaut ihr am besten erstmal eure Fusion-Charaktere an. Und zwar geht ihr her, filtert eure Charaktere erstmal nach euren Fusion-Charakteren. Welche Fusion-Charaktere in diesem Fusion-Team auf jeden Fall ein Muss sind und in jedem Fall immer im Team sind, sind Super Gogeta, Int, wenn ihr ihn habt. Wenn nicht, dann natürlich Strength. Vielfacher Gogeta, rein damit. Und physisch Super Saiyan 3 Gotenks. Wenn ihr nicht habt, natürlich den Tech Gotenks. So, diese vier Units sind im Stammkader. Wenn ihr sie habt, nutzt ihr sie auf jeden Fall im Fusion-Team. Warum? In Duell sehr starke Units. In diesem Leader-Skill noch viel brutaler auf jeden Fall unterwegs. Und sie linken sich gut. Wen haltet ihr hier in der Rotation? LR Gogeta. Also LR Gogeta hier, unseren Dude hier mit Int Super Gogeta. Warum? Denn sie geben sich zum einen ganz wichtig prepared for battle. Und weil unser LR Gogeta ist ja nicht immer in der Fusionsform. Er ist ja nicht immer transformiert. Also nicht transformiert. Geben sich prepared for battle, was wichtig ist. Keep us Super Saiyan so oder so. Golden Warrior haben sie. Und Experienced Fighters sind 10%. Und natürlich fürs Battle, also sie linken sich auf jeden Fall sehr, sehr solide, ja, das war fast alles außer ein Linkskill, ja, alles außer Kamehameha, wenn mich alles täuscht, und Legendary Power natürlich, alles klar. Und in der anderen Rotation haben wir vierfachen Gogeta mit dreifachen Gotenks, ich denke, da müssen wir nicht groß reden, das sind zwei Fusion-Charaktere, am Oven the Flash, fürs Fighter, fürs Battle, Super Saiyan, die Rotation werden wir, ach, das wird brutal, die werden wir auf jeden Fall sehen. Dann haben wir noch zwei weitere Slots, die ihr füllen könnt. Die Sache in Global ist, wir haben leider nicht so viele Fusion-Charaktere wie in JP. Die haben da ein oder zwei weitere Fusion-Charaktere aus Dragon Ball Heroes, zum Beispiel Super Saiyan 3 Adult Gotenks. Macht nichts, ja, mit dennoch eine gute Wahl auf jeden Fall. Ihr seht schon, ein Super Saiyan Gotenks oder Base Form Gotenks könnte man reinklatschen. Das könntet ihr auf jeden Fall machen. Wenn ihr zum Beispiel diesen physisch Gotenks habt, rein damit und irgendein Base Gotenks rein damit. Okay, der erweckt sich zum Super Saiyan Gotenks, heißt, auf den würde ich eigentlich verzichten. Dieser Strength Gotenks. Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, in diesem Team zeigt seine Passive, wenn man ihn erweckt, seine Passive triggert quasi nur, beziehungsweise seine Passives sind erst, wenn er immer in der ersten Reihe ist in der Rotation. Heißt, er müsste immer in einer Rotation sein. Und da wir hier unsere festen Rotation haben, holen wir ihn auf jeden Fall nicht mit in das Team. Wo er aber spielbar ist, ist beispielsweise im Hybrid Saiyan Team mit Ultimate Gohan in einer Rotation. Sie linken sich solide, gar nicht mal so schlecht, kann man auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, in dem Fusion Team, nee, den Strength Gotenks nicht. Ihr könnt natürlich jeden anderen Gotenks reintun, wenn ihr das so bauen wollt. Aber wir haben ja natürlich auch weitere Dragon Ball Fusions Charaktere.
Und zwar beispielsweise Karoli, Fusion aus Karot und seinem Vater, Celeza und so, bla bla. Wobei ich auf die Extreme Fusion Units verzichten würde. Auf die Super Types kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wen ich aber auf jeden Fall mitnehmen würde, sie habe ich leider nicht, wäre Pandel. Wenn ihr noch Pandel im habt, dann tut sie auf jeden Fall in das Team rein. Pandel als Supporterin ist sehr, sehr gut. Wir hatten jetzt zwei Rotationen, zwei Rotationscharaktere. Super Saiyan Gotenks kann man auf jeden Fall mitnehmen. Er ist, linkt sich in diesem Team sehr gut, ist ein Sealer. An sich auch individuell eine starke Unit und Pandel als Supportcharakter ist da nicht verkehrt. Also so würde das mehr oder weniger das ein sehr, sehr gutes Fusion-Team aussehen. Ich habe jetzt Pandel nicht, deswegen nehmen wir mal einfach statt Pandel ganz kurz. Also merkt sie euch als Pandel. Nehmen wir einfach mal, wie nehmen wir hier? Natürlich meine Wifey hier. Ja, nehmen wir, ja, Mai. Nehmen wir mal Mai. Okay, ihr geht jetzt davon aus, dass Mai Pandel ist. Dann würde quasi eigentlich das geiles, gutes Fusion-Team so aussehen. Obacht, das hier ist natürlich Pandel. Aber, wenn ihr Ella Trunks habt, dann nimmt man eigentlich auch Ella Trunks statt physisch Seal Tanks. Physisch Seal Tanks braucht man nicht unbedingt in dem Team. Er bekommt zwar den Fusion Boost und Trunks nur den 90% Boost, aber als Ella Charakter und als Ella. Ja, heller Charakter, wie gesagt, ist er wirklich sehr, sehr gut. Deswegen spielt man das eigentlich so, dass man noch die zwei letzten Charaktere mit reinnimmt mit Ella Trunks und Pandel. Wie gesagt, müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn Ella Trunks habt, könnt ihr es auf jeden Fall machen. Ich werde ihn auf jeden Fall, denke ich, mitnehmen in das Team. Aber dann, wie gesagt, Freunde, wenn ihr nicht das Setup habt, was ich euch gerade gezeigt habe, geht erst her, schaut, okay, das sind meine folgenden Fusion-Charaktere, wählt euch die besten aus, klatscht sie in das Team natürlich mit euren Leader. Oder wenn ihr quasi nicht. Sagen wir mal, ihr habt nur vier von Gogeta und Gogeta. Dann keine weiteren Fusion-Charaktere. Dann könnt ihr natürlich eure Physisch-Charaktere mit reinnehmen. Und das Geile an den Physisch-Charakteren ist, es gibt viele gute Physisch-Charaktere, die Fusion-Charaktere sind. Heißt, ihr könnt ihr zum Beispiel Super Vegito mitnehmen. Er ist ein Potara-Charakter. Er bekommt nicht den Leader-Skill der Fusion. Aber den des Physisch-Types, also Ki plus 3, 90%, aber da ein Fusionscharakter ist, wie auch die Fusion-Dance-Charaktere, linken sie sich gut. Sie haben zum Beispiel viel Zweite mit dabei, also könnt ihr auf jeden Fall Physisch Super Vegito mitnehmen, Vegito Blue oder Kefla. Sie linken sich echt solide, das kann man auch machen. So ein Spiel kann man auf jeden Fall auch spielen, so ein Spiel sieht auf jeden Fall auch lecker aus. Wie gesagt, so viel eigentlich dazu. Mehr gibt es zu den Fusion-Charakteren nicht sagen. Es gibt wirklich eine begrenzte Auswahl und eine ordentlich strukturierte Auswahl. Nicht so viele Charaktere wie im Majin Buu Saga Team zum Beispiel. Potara hat auch ein bisschen mehr Auswahl, habt ihr wahrscheinlich mehr gemerkt. Da geht ein bisschen mehr. Aber wenn ihr das Team habt, dann geht auf jeden Fall ein solides Team mit den Fusion-Charakteren. Deswegen würde ich mal sagen, wie würde mein Team aussehen? Um ehrlich zu sein, habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht. Deswegen machen wir das mal einfach mal spontan. Aber unser Hauptkader ist ja gesetzt. Nämlich, wir haben ja Ella Gogeta, immer in Rotation mit Super Gogeta, vierfacher mit dreifachen Gotenks. Und die andere Sache ist jetzt, diesen Seatanks nehme ich persönlich nicht mit. Nicht in jedem Event kann man mittlerweile sealen, deswegen muss er nicht unbedingt dabei sein. Statt ihn würde ich eigentlich liebend gern natürlich meinen Boy, meinen Sohn Ella Trunks mitnehmen. Nicht wundern, da ist noch ein dreifacher Gotenks-Dupe, den klatsche ich auch noch rein, bevor wir da an die Stage gehen. Deswegen gucke ich mal hier meine Physisch-Charaktere an, nehme hier. Okay, jetzt die Frage. Eigentlich würde ich Ella Trunks nehmen. Ich würde gerne dann noch einen weiteren Supporter nehmen. Ich wäre mehr ein Fan davon, nur einen Supporter mitzunehmen und den anderen Rotationscharakter individuell starken. In dem Fall wäre das Trunks, aber ein Konter wäre echt nicht verkehrt. Zum Beispiel Vegito oder mit Vegito Blue linken sich da auch auf jeden Fall solide, da sie Fusions, also sagen wir besser Fuse Fighter mit dem Linkskill oder Kefla. Ich denke, werde schätze trotzdem. Nee, weißt du was? Ella Trunks. Nehmen wir Ella Trunks mit. Wir nehmen Ella Trunks mit. Wir nehmen, eigentlich wollte ich jetzt den hier mitnehmen, weil er auf 100% ist. Aber wir nehmen mal Ella Trunks mit, weil er eigentlich von vielen leider underrated wird. Deswegen werde ich mal zeigen, dass er auch in einem 90% Lead auf jeden Fall auf gut Schaden kommt. Er hat natürlich seine eigenen Kategorien, da kommt er auf mehr Schaden, aber dennoch. Und ich habe keine Pandel, deswegen würde ich dennoch einen Supporter mitnehmen. Ich entscheide mich hierbei für den hier. Warum? Weil sein Passive, ja, gibt jeden Verbündeten auf Attack und Death 35%. Linken sich eigentlich mit ein oder anderen Charakter hier auf jeden Fall in dem Team. Beziehungsweise, wenn ich ehrlich bin, brauchen die Fusionscharaktere keinen Support à la Ki. Weil sie geben sich so viel und gut Ki, das reicht vollkommen aus. Sie kommen da ganz gut zurecht. Deswegen nehme ich ihn einfach mit. Zeig seine Passive, weil er zum Beispiel besseren Boost hat als Pan. Und weil er Shattering Limit hat für Trunks, falls sie mal in eine Rotation reinkommen werden. Sollten. Und dann bin ich ehrlich, so auf den ersten Blick würde mein Team so aussehen. Wie gesagt, ich bomb den Charakter dann noch hier auf jeden Fall auf Level 150, bringe ihn auf SC20 und dann sehen wir uns mal unseren Boy Ella Gogeta in seinem Showcase an. Alles klar, und wir sind im Event von Age Golden Freezer. Warum? Ich wollte nicht in Ella Vegito rein, weil wir haben den brutalsten Typenvorteil hier zwar auch, aber ich habe die Vegito-Medaillen und vom Freezer habe ich nicht alle. Und ja, der Dreams. Ich habe immer noch Dreams. Ich hoffe immer noch, dass ich den mal irgendwann ziehe, Age Golden Freezer. Deswegen sind wir hier. Wie gesagt, das Team sieht folgendermaßen aus. Aber mal ganz kurz, damit ihr seht, wie jetzt mein
Vegito ja an der Stelle aussieht und Sam Dupes ist dann so weit vorangebracht, wie es geht. Und auf SC20 Maxell, und wir wissen ja, wie er funktioniert, Attack mit 120% für jeden Rainbow Key, den er einsetzt, bekommt er zusätzlich Key plus 2. Und wenn dann die Fusion sich aktiviert, wenn wir nach 6 Runden unser HP 50% oder drunter sind, healen wir uns einmalig völlig, also vollends, transformieren uns und dann machen wir halt gegen jeden sehr effektiven Schaden und haben auf den Angriff und auf die Verteidigung 150% und pro Rainbow Orb, den wir einsetzen, bekommen wir zusätzlich 3, also 4. Also krank. Und Fierce Fight ist der neue Links, der quasi dazukommt. Genau deswegen, also Ella Guita auf jeden Fall eine 1A-Bombe. Deswegen auf jeden Fall bei ihm auch im Dupe-System auf Level 15 Crit Level 11 Additional Attack. Oh, wir haben die perfekte Rotation schon. Ja, haben wir. Also hier zumindest. Level 15 Crit Level 11 Additional Attack. Warum? Bei ihm Super Guita geht man auf Level 15 Additional Attack, also mehr auf Additional Attack, Level 6 Crit, wegen seiner Passive, weil er sehr viel Schaden macht. Wenn man das ausrechnet, dann bekommt er auf mehr Schaden. Aber er hat die Passive ja immer und Ella Guita hat sie nicht immer, nämlich nur nach seiner Transformation. Ich bin auch gespannt, ob er sich hier transformieren wird oder nicht. Deswegen würde ich euch empfehlen, er ist ja nicht immer transformiert, bei ihm vor, auf Level 15 Crit und Level 11 Additional Attack zu gehen. Daher. Und wenn euch das Ganze bis jetzt schon, by the way, gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu hier seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Was wir hier noch wollen, ist auf jeden Fall, ihr merkt schon, unser Team ist ein bisschen Strength-lastig, macht aber nichts. Was wir hier wollen, ist auf jeden Fall noch, in dieser Rotation muss Super Saiyan 3 Gotenks physisch rein. Ansonsten ist die Rotation auch krass. Ich zähle mal am besten die Runden, das war die zweite Runde, weil, na klar, viele bei vielen triggert die Transformation nicht. Liegt an den Events, würde ich mal sagen, oder an den Teams, wenn ihr eine beiden Charaktere habt, SGG, ihr habt das Spiel durchgespielt, ihr kommt die nächste Zeit auf jeden Fall locker durch. Aber ich sag ja, die Zukunfts-Events, die reinkommen werden, die gehen mindestens schon von sich aus 6 Runden. Heißt, ihr müsstet da quasi nur unter 50% fallen, damit sie sich transformieren. Deswegen zähle ich mal einfach so nebenbei mit, falls ihr nicht nachher vergesst. Das ist anyway Runde 2. Und dann bin ich gespannt, ob wir bei Freezer selbst bei Runde 6 ankommen werden oder ob wir ihn schon davor umbekommen. Also ob wir da eine realistische Chance hätten, überhaupt unter 50% zu fallen in diesem Team. Eher schwierig, aber schauen wir mal. Naja, gut. Okay, ihr seht, ja, wie gesagt, das Team ist ein bisschen physisch lastig, immer noch physisch lastig. Und zwar wollen wir hier den hier raus haben, yes. Aber, da, oh, okay, wir kommen ja nicht auf eine Ulti, weil uns quasi hier ein Rainbow Orb fehlt. Kommt auch mal vor, ja? Auch wenn die Charaktere so krank sind, fehlt auf jeden Fall was. Aber die Jungs, die kommen auf jeden Fall individuell selbst sehr gut zurecht, sei es Ella Guita oder Ella Vegito. Hier hatten wir nicht so gute Orbs, sag ich mal. Aber kommt auch vor, will ich euch nichts erzählen. Wie tankt er aber jetzt ein paar so ein Schaden-Auto-Attack? Ist die dritte Runde jetzt? Na, ihr seht es, trotz Typen-Nachteil, der tankt alles. Ihr müsst euch überlegen, ist ein Ella-Charakter, der auf seinen Angriff 120 und auf die Verteidigung ebenso bekommt und transformiert 150%. Du kein exklusive Ella-Charaktere, das ist asozial. Ella Vegito Blue, Free to Play, hat 80% und der macht schon übertrieben Schaden. Was machen dann die Jungs? Und deswegen habt ihr das Spiel quasi durchgespielt, all diejenigen, die einen der beiden haben. Naja gut, wie gesagt, Gotenks kommt dann nächste Runde hier rein in die Rotation. I guess, nope, er kommt in die nächste rein, weil er war schon von Anfang an draußen, okay. Naja, schauen wir mal, wie das trotzdem verlaufen wird. Ich würde das Ganze dann noch so setzen. Hier, wir haben noch Ella Trunks drin. Er triggert noch Legendary Power zum Beispiel bei unserem Boy Gogeta. Und ihr merkt schon, ja, da fehlt ein Key. Und ihr wisst auch wahrscheinlich, warum da Key fehlen, weil, wie gesagt, Ella Gogeta hat nur Prepared for Battle als Linkskill, wenn er nicht transformiert ist. Bekommt erst Fuse Fighter im Nachhinein und FIFA Gogeta hat kein Prepare for Battle, Gotenks auch nicht, deswegen versucht man Gogeta und Gotenks in einer Rotation zu halten, sie geben sich Over the Flash, Fuse Fighter und in der anderen Super Gogeta mit Ella Gogeta, weil sie im Prepare for Battle haben. Man tut Sakaze hier den Friend rausrotieren, ist aber nicht schlimm, man kann auf jeden Fall rausrotieren, er muss da nicht in jeder Rotation sein, weil ein Ella Gogeta reicht auf jeden Fall in diesem Kader aus. Wenn ihr aber, sag ich mal, nicht dasselbe Kader habt wie ich und trotzdem mit beiden Ella Gogetas spielen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen, ja, das ist kein Problem. Und Ella Trunks an der Stelle kommt auf jeden Fall auch auf sehr soliden Schaden und tankt asozial. Also tankt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und obwohl er nur 90% bekommt. Ah, jetzt habe ich vergessen, wie viele Runde das war. Ich glaube, die vierte, oder? Shit! Aber ich glaube, das war die vierte. Ah, ne, Gotenks ist hier gar nicht rein. Gotenks ist dann, ja, perfekt. Dann haben wir nächste Rotation. In der nächsten Runde die richtige Rotation. Gut, aber dann würde ich sagen, hier sieht es schon besser aus. Seht ihr, Prepared for Battle, Golden Warriors in Key plus 3. Da bekommen sie auf jeden Fall ihre Key. Und der Dude sollte auch weg sein hier an der Stelle. Yes, das sollte der auf jeden Fall. Naja, gut. Also, was denkt ihr? Ich glaube nicht mehr, dass wir uns hier transformieren. 1,8 Millionen. Pff. Dass wir uns hier transformieren werden.
Falls es, ich denke nicht, dass der Fall sein wird, weil jetzt Typenvorteile haben, aber dann werde ich auf jeden Fall noch triggern. Das wollen wir auf jeden Fall auch sehen, so wie beim LVGT Showcase, damit die hier alle Ehre geben. Und oh mein Gott. Okay, ich lege es jetzt trotzdem drauf an. Ich stelle hier nach links Typennachteil. Ist das jetzt die fünfte Runde, oder? Heißt, nächste Runde hätten wir vielleicht eine Chance, um zu transformieren. Wenn, falls Gogeta hier gut Schaden bekommt. Hat einen Typennachteil, eigentlich sollte er das bekommen. Und wenn er eine Ulti nicht dodge. Schauen wir mal, was hier abgeht. Bin echt drauf gespannt. Und dann lassen wir Freezy mal am Leben. Vielleicht bekommen wir das Trend noch hin. Entweder ist es die fünfte Runde oder die vierte. Ich wusste, dass sie mich da verzählen. Oh, fast 2 Millionen Schaden. Aber nächste Runde wissen wir dann mehr, wenn wir da auf 50% oder drunter fallen. Kommt natürlich drauf an, ob er hier eine Ulti dodge oder nicht. Falls er geupdatet wird. Ja, okay, leider kein Crit. Mit dem Crit wäre es natürlich viel. Okay, eine Ulti. Aber war kein Dodge. Überleben wir das? Ich hoffe. Okay, 134.000. Wie viel Leben haben wir noch? Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall unter 50%. Ich denke, das sollten wir überleben, weil da ganz hinten haben wir. Oh mein Gott! 2 Millionen, also Gotenks ist eh brutal. Gotenks ist zu krank. Der hätte ihn fast alleine auseinandergenommen. Oh my god. Okay. Ho, bitte lass die 6. Runde sein, damit sie sich transformieren. Ich habe mich verzählt, keine Ahnung. Kommt die Transformation? Fusion? Ha! Nice, kommt tatsächlich, kommt tatsächlich. So sind die Fus. Oh, cool, das sieht echt cool aus in Slow-Mo. Olle, die zwei Heroes. Zack! Bitte schaut euch Gogeta an, wie brutal. Oh, der sieht so aggressiv aus. Der sagt, komm her. Der sagt, komm, Dokkan. Komm einfach, Dokkan. Du kriegst deine Brandbreite ab. Und, hey, das ist sogar eine sehr coole Rotation, weil jeder Linkskill ist hier von ihm jetzt getriggert. Legit, jeder. Legendary Power hätte nur gefehlt. Hat jetzt bekommen durch Trunks. Wir haben Fuse Battle, Fuse Fighter von Gogeta. Kamehameha. Ah, nee, Kamehameha hat er nicht. What? Du sagst immer noch Kamehameha. Ah, wegen Big Bang Kamehameha. Hat mich, glaube ich, schon mal darüber gewundert. Okay, weil er Big Bang Kamehameha hat. Oh, schade. Kamehameha hat er in dem Fall nicht. Alles außer Kamehameha. Okay. Okay, okay. Nehmen wir hin, nehmen wir hin. Ich ulte jetzt mal mit Trunks mit absichtlich nicht. Doch, Trunks hat ihn gewonshottet. Ich habe kurz, warum habe ich kurz so reagiert? Weil eigentlich wollte ich auch von Trunks was zeigen, aber vertraut mir, Trunks hatte ihn nicht unterschätzen. Der würde ihn locker umhauen mit einer Ulti. Wir bekommen jetzt nur noch Soul Punisher zum Abschluss. Wir punishen hier Freezer zum Tod. Mit Elegator, sehr effektiv, schon macht er eh, also Typenvorteil haben wir eh. Aber die Ulti, 2,7 Millionen. Die Ulti ist brutal, die Ulti ist geil. Zack, zur Seite mit dir, Junge. Richtig hübsch verabschieden. Ciao, ciao. Ja, Freunde, soviel zum Awakening von Elegogeta zu seinem Teambuild-Aspekt. Wie gesagt, Teambuild gibt es wirklich in Stammkader. Wenn ihr die Charaktere habt, die 4, bombt sie auf jeden Fall rein. Nehmt einen Supporter mit einem anderen guten Rotationscharakter. Ansonsten, wenn ihr nicht habt, geht folgendermaßen vor. Nehmt eure besten Fusion-Charaktere und Physisch-Charaktere. Wie gesagt, vergisst die Potara-Physisch-Charaktere nicht. Die kann man auf jeden Fall auch nutzen. Sind ja vom Physisch-Type, linken sich gut, weil sie fürs Fighter haben, etc. etc. In seinem Schock ist selbst so viel quasi dazu zu unserem neuen Elegator. Ist dann zum Glück noch transformiert. Also ihr seht schon, in Zukunft, die Events, die Zukunft werden von sich aus schon 6 Runden gehen. Da habt ihr natürlich eine gute Chance, dass sie sich transformieren. Das heißt, für egal welche Transformation. Anyway, Freunde, ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Einschalten. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.